Es sind Bilder, wie man sie gerade anfangs von der Vegetationsphase in Naturwiesen nur ungern sieht. Offene Lücken im Pflanzenbestand. Zum Beispiel verursacht durch Traktorenbereifung oder Mäuse. Dass die freiliegenden Plätze mit wertvollen Futterpflanzen wie Reigras oder Wiesenrispen besetzt werden sollten, ist klar. Weil sonst sind die Herrschaften da, gleich mal anzutreffen. Löwenzahn, Weisschli, Blacken, Hanenfuss oder Straussengras, um nur ein paar zu nennen. Darum ist Zeit zum Handeln. Doch mit welcher Saatstechnik? Die UVA-Samenspezialisten Hans-Peter Hug und Stefan Lüthi haben zwei Saatverfahren nebeneinander geprüft und untersucht. Bei der Grasnarbenaufbereitung zum einen die Bearbeitung mit dem Wiesenstriegel gegen den Einsatz der klassischen Wiesenecke. Die Ecke wird, gerade weil sie auf den Bauernhöfen weit verbreitet ist, häufig als Saatvorbereiter eingesetzt. Sie spielt ihre Stärke z.B. beim Ausebnen von Aushäufen oder Aufkratzen von festliegenden Blättern am Waldrand aus. Der Vorteil des Wiesenstriegel liegt bei seiner Tiefenwirkung und wird bei Wiesen eingesetzt, wo Filz- und Moosbestände vorkommen. Doch was bedeutet das für die Bestandesregulierung und das Gedeihen von Neupflanzen? Hier das Fazit von Hans-Peter Hug, was die Wiesenecke betrifft. Da sieht man eigentlich fast nichts. Da ist der Altbestand ist eigentlich immer noch voll da. Also der Weisschen ist noch voll angewachsen. Da kann man hier so schön rausreißen. Da hat man in dem überhaupt nichts gemacht. Und es hat auch keine Krümelstruktur da, null und nichts gegeben. Also da hat man eigentlich keine Tiefenwirkung machen können. Eine Wiesenecke ist gut zum Maushäufen verteilen, zum Mist einreiben, zum Schleppschlauch Mistmädchen einreiben und verteilen. Da ist es gut. Aber zum ein Saatbett vorbereiten, ist sie zu wenig aggressiv, tut sie zu wenig ausrichten. Und das Bild nach der Bearbeitung mit dem Striegel. Einerseits, wenn man, da man mit dem Wiesenstriegel war ausstriegelt, wie jetzt zum Beispiel hier der Weisschen. Weisschen, der überall Ausläufer macht, können wir jetzt mit dem Wiesenstriegel rausnehmen. Wir können damit den Weisschen dezimieren. Sie jetzt hier überall, einfach hier haben wir die Ausläufer, die der Weisschen macht, rausnehmen. Dann kommen wir auf der anderen Seite hier einen offenen Boden über. Wir haben hier eine schöne Krümelstruktur und dann damit den Boden vorbereiten für eine optimale Saat. Dann geht es an Säen mit der Säenwalze. Bestehend aus einem Krummenacher Säenaggregat, gefolgt von einer Prisma und einer Flachwalze. Das Resultat ist für Hans-Peter Hug trotzdem nicht optimal. Wenn wir jetzt die Arbeit von dieser Säenwalze miteinander anschauen, sehen wir, dass hier einen Haufen Kern hat, die auf den Blättchen oben liegen. Das kann nie anwachsen. Es gibt Kernchen, die liegen hier auf dem Boden unten. Auf einem festen Boden, festgekarrten Boden, auch die können nicht anwachsen. Darum ist diese Saatmethode so hier zu wenig effizient. Die Lösung für diese Misere ist dann aber gleich gefunden. Es ist klar, das Saatgut muss auf den Boden und das erreicht man, indem man die Walze mit dem Striegel in einem Arbeitsgang kombiniert. Der Samen wird via Prallteller direkt mit der Federzinke eingearbeitet und mit den Walzen angepresst. Und so kommt es, dass man nach kurzer Zeit schon erste erfolgsversprechende Resultate begutachten kann. Die bestehenden Lücken werden durch die Neubestockung geschlossen. Und auf unserer Testparzelle kann man den Unterschied im folgenden Frühling vor dem ersten Schnitt klar erkennen. Auf der rechten Seite eine schnell wachsende Kunstwiese mit der UVA-Mischung U240 nachgesagt. Links eine Naturwiese, wo nachhaltig UVA-Ausweis Highspeed eingesagt worden ist. Und hier die gleiche Naturwiese unbehandelt mit einem lückenhaften Bestand. Erkennbar durch den blühenden Löwenzahn, der sich hier anstelle der Übersaat breit macht. Zum Schluss noch eine Veränderung in eigener Sache. Aus UVA-Samen wird UVA-Samen. Seit dem 12. Dezember 2012 sind unsere Produkte und unser Erscheinungsbild mit dem Signet kennzeichnet.